Dampf, E und natürlich Diesel. Und das alles im Rio Grande Video. Von den einstigen Alltagsloks der Deutschen Bundesbahn, den 745 Maschinen der Baureihe V100, sind die letzten Exemplare zum Jahresende 2004 aus dem Dienst genommen worden. Und doch sind die Dieselloks mit ihrer markanten Form, geprägt durch den Mittelführerstand, auch heute noch ein Begriff für die klassischen Vertreter sowohl des Nebenbahndienstes als auch des Personenzugverkehrs auf allen Strecken. Vielerorts waren sie Sendboten des Strukturwandels, erfolgreiche und kostensparende Nachfolger der Dampflokomotiven. Ihre Entstehung ist in der Folge 326, Start der Schiene, umfassend behandelt worden. Beim Erscheinen dieses Videos war die Geschichte der V110, der Baureihe 211, mit dem nur noch in Hof beheimateten Rest von 20 Maschinen zu Ende gegangen. Seither gab es nur noch die Baureihe 212, die bei Ablieferung die Bezeichnung V120 getragen hat und mit der Loknummer V100-2001 begann. Im Jahr 2000 werden die Maschinen nur noch im Güterverkehr eingesetzt. Hier verlässt der Nahgüterzug aus Oberstdorf den Bahnhof Immenstadt. Wir sind im Allgäu, dem südlichsten und wohl auch schönsten Einsatzgebiet der 212. In die herrliche Landschaft sind die Eisenbahnstrecken harmonisch eingebettet und nur selten zugewachsen, sodass sich dem Besucher großartige Film- und Fotomotive bieten. Selbst die Böschungen rechts und links der Bahnanlagen sind gepflegt. Da gehen wohl auch beim Unternehmen DB AG in Bayern die Uhren anders. Vorbeifahrt am Niedersonthofener See in Richtung Kempten, einer einstigen Einsatzstelle der 212. Auf irgendeiner Bergspitze ist meist ganzjährig Schnee zu sehen. Das Allgäu ist bekannt für seinen Schneereichtum und hat damit auch im Winter seine Reize. Am Alpsee bei Bühl rollen zwei 212 Richtung Lindau. Die wichtigste Unterscheidung der Baureihe 212 gegenüber der 211 ist die Mehrfachsteuerung, die es dem Lokführer ermöglicht, zwei Maschinen zugleich zu bedienen. Ursprünglich sollte der Name 211 auf den 1100 PS Motor hinweisen. Jedoch hatten dann viele Maschinen auch den in der 212 verwendeten 1350 PS Motor erhalten. Auf der 89 Kilometer langen Allgäu-Strecke von Kempten nach Lindau schlängeln sich die beiden 212 hinab zum Bodensee, um im Güterbahnhof Lindau-Reutin einen Containerzug abzuholen. Der zweite Teil des Zuges rollt hier gerade in den Bahnhof, bespannt mit einer ÖBB 1044. Während hier kaum Schnee liegt, ist schon hinter Wangen so viel, dass es auf den Seitenwegen nur noch mit Kufen weitergeht.
Auch wettermäßig merkt man den Höhenunterschied von über 300 Meter. Noch ist hier herrlicher Sonnenschein. Doch vom Bodensee steigt am Nachmittag Nebel auf und scheint den Güterzug nach Kempten begleiten zu wollen. Auch zwischen Röthenbach und Oberstaufen inszeniert der aufziehende Nebel eine gespenstische Kulisse. Für den Zug hätte früher sicherlich eine 212 gereicht. Jedoch müssen Güterzüge heute immer schneller fahren, um bei dem ständigen Rückbau des Schienennetzes überhaupt noch durchzukommen, ohne den Reisezugverkehr zu behindern. In Doppeltraktion ist die 212 vor Güterzügen auf nicht elektrifizierten Strecken als Powerpaket mit 2700 PS verteilt auf 8 Achsen fast unschlagbar und lässt wohl keinen noch so schweren Zug stehen. Dieser Vorteil führte dazu, dass der gesamte Bestand der 212 im Jahr 1997 zum Geschäftsbereich Cargo ging. Die Abteilung Güterverkehr heißt inzwischen Railion. Allerdings ist keine 212 mehr im entsprechenden Design umlackiert worden. Aber auch bei anderen Fahrzeugen wird auf solche Farbkennzeichnungen und Riesenlogos verzichtet, um Kosten zu sparen. Unter Cargo und Railion gingen die 212-Einsätze kontinuierlich zurück, obwohl keine Fahrzeugneuanschaffungen gemacht wurden. Die Ausrüstung mit dem satellitengestützten Zugfunk GSMR wurde zum Jahresende 2004 für alle DB-Loks bindend. Eine Ausrüstung der restlichen 212 fand aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht mehr statt, sodass die Baureihe 212 bei der DB AG ab 2005 keine Einsätze mehr fahren durfte. Für uns war das Anlass für einen filmischen Rückblick auf ihre Einsätze in den letzten 10 Jahren. Ursprünglich waren in den Jahren 1962 bis 1966 insgesamt 379 Serienmaschinen der Baureihe V120 geliefert worden, die bei Einführung der Computernummern die Bezeichnung 212 erhielten. Ausgenommen waren davon die 10 zuletzt gelieferten Maschinen. Sie waren durch eine zusätzliche Bremseinrichtung steilstreckentauglich, wurden deshalb der Baureihe 213 zugeordnet. Man hätte sie genauso gut auch 212 nennen können. Bei den neuen Elektrolokomotiven der Reihe 185 zum Beispiel sind die Sonderlinge auch nicht extra gekennzeichnet. Kurz vor dem Einsatzende der V100 bei der DB hat dieser Nummernsalat der ehemaligen V100-2333 das Überleben gesichert. Als Einzelstück ist die Lok bei der 100%igen DB-Tochter Südost-Bayernbahn seit geraumer Zeit im täglich selben Umlauf von der Einsatzstelle Mühldorf aus nach Frontenhausen, Eggenfelden und Kastel unterwegs. Auf der Heizkesselseite trägt sie deutlich sichtbar den weißen Balken, der das letzte Farbdesign charakterisierte. Auf der Motorseite dagegen ist das aktuelle Design nicht so zu erkennen, da die Lok von einem Ersatzteilspender, einer 212 in der vorausgegangenen Farbvariante, ein Lüftergitter mit weißem Rahmen erhalten hatte. Eigentlich hätte es ein roter Rahmen sein müssen. So wie bei der Mühldorfer 212-169. Dank Mora C., der selbstverordneten Einstellung von angeblich unrentablen Güterverkehren, ist der Schwerverkehr auf der Straße weiter angestiegen. Auch die Bewohner des malerischen Ortes Neumarkt St. Veit können davon ein Lied singen. Der liebevoll hergerichtete Bahnhof und die alte, gerade renovierte Bahnsteigüberdachung dokumentieren das Interesse der Stadtväter für die Eisenbahn. Auch der Müllzug mit Containern ist ein kleiner Schritt in Richtung mehr Eisenbahn. 213-333 fährt ihre Untersuchungsfrist bis November 2005 nach Möglichkeit noch aus.
Das mit dem Nahgüterzug verbundene Rangieren ist mit einer V100 wesentlich praktischer durchzuführen als mit einer 218. Wer hätte gedacht, dass die Loks der Baureihe 213 auch auf Strecken außerhalb des Netzes der alten Deutschen Bundesbahn zum Einsatz kommen würden? 5 Jahre nach der Wende war es soweit, denn die zweimotorigen und damit teuren 228er sollten auf den beiden Steilstrecken im Thüringer Wald abgelöst werden. In den Jahren 1997 und 98 wurde dort der Verkehr jedoch komplett eingestellt. Die Spezialaufgabe für die 213 hatte sich damit erledigt. Der Suhler Friedberg war übrigens der steilste Abschnitt mit 67,9 Promille Neigung, den je eine 213 befahren hat. Mindestens eine 213 ist wieder zum Rennsteig gekommen. Die 334 gehört seit Oktober 2003 zur Rennsteigbahn und wird von ihr im Güterzugdienst eingesetzt. Im Jahr 2003 sind noch alle 10 Loks der Baureihe 213 vorhanden. Die 335 ist in der altroten Farbversion lackiert, so wie sie 1966 als V100 2335 an das BW Karlsruhe geliefert worden war und bis 1972 auf der Steilstrecke Meiersbronn-Freudenstadt im Einsatz war. Die Eisenbahnbetriebsgesellschaft Neckar-Schwarzwald-Alb ist Eigentümer der Lok, die auch vor Sonderzügen der Eisenbahnfreunde Zollernbahn zum Einsatz kommt. Zurück nach Mühldorf, wo es im Sommer 2000 noch 12 Maschinen der Baureihe 212 gab. Der Zugang der 13 Heidi-Loks aus Regensburg beendete ihren Einsatz. Hier kommt eine Heidi, eine 217 mit Heizdieselmotor, erkennbar an dem zweiten Paar Abgashutzen. Die vielen Güterzüge im Chemiedreieck bei Burghausen sorgten für zahlreiche Einsätze der 212, deren Dienste im Reisezugeinsatz schon seit 1994 Geschichte waren. Ausfahrtfrei in Trostberg an der Strecke Mühldorf-Traunstein gelegen. Hier ist 212-169 mit einem Güterzug von der Degussa zum süddeutschen Kalkstickstoffwerk Hart bei Garching unterwegs. Die Fahrt führt entlang des Alzkanals. 212-169 war übrigens im Jahr 1963 bei der Firma Jung im Siegerland gebaut worden und zunächst in Ludwigshafen beheimatet. Weitere Einsatzstellen waren Landau, Karlsruhe und Kaiserslautern, ehe sie in Mühldorf landete. Im Jahr 1986 hatte sie das türkis-beige Farbkleid erhalten und 12 Jahre später schließlich die verkehrsrote Lackierung, mit der sie dann im Jahr 2002 beim DB-Betriebshof Kornwestheim abgestellt wurde. Zum Erscheinungstermin unseres Films stand sie beim neuen Eigentümer Alstom im Werk Stendal. Im Bahnhof Garching rollt der Zug auf die Anschlussbahn nach Hart. Die Rangieraufgaben im dortigen Kalkstichstoffwerk erledigen dreifach gekuppelte Stangendiesel-Loks von Krauss-Maffei. Die Münchner Lokfabrik hatte übrigens 50 Loks der späteren Baureihe 212 gebaut.
Zweimal am Tag war eine 212 zwischen Hart und Trostberg unterwegs. Hier wird der Anschluss von Linde im Unterwegsbahnhof Schalchen bedient. Im Gegensatz zur erst 3 Jahre alten Lackierung der 169 und der Farbauftrag der am nächsten Tag eingesetzten 044 schon arg gelitten. Das orientrote Design war der Lok im Jahr 1991 verpasst worden und damit zum Aufnahmezeitpunkt zwar 10 Jahre alt, aber das durfte keine Entschuldigung sein. Die alten Farben waren früher bis zu 16 Jahre an einer Lok, ohne dass sie dermaßen unansehnlich wurden. Vom Alzkanal in Trostberg kommen wir nun 30 Kilometer weiter westlich an eine berühmte Stadt am Inn. Ja, Wasserburg, die Burg am Wasser, da haben die hier den dann gemacht. Und dann ist das ja schön in der Innschleife, weißt? Die konnten da ja alle beschießen und Zoll verlangen. Doch hier geht es heute nicht um Geld, sondern um Schotter. Die Strecke von Wasserburg nach Grafing wird im Oktober 2004 gründlich saniert. Als Bauzugloks sind auch 3 212 eingesetzt. Die ehemalige Hagener 212-045 ist zu dem Zeitpunkt Mietlok von Alstom. Wenig später ist sie an eine italienische Baufirma verkauft worden. Gerade der Bauzugeinsatz hatte für viele 212 Dienste gebracht. Die DB hat sich schon lange aus diesem Geschäft zurückgezogen. Trotz Preisverfalls, die Betriebsstunde einer 212 mit Lokführer wird schon unter 150 Euro gehandelt, leben viele Verkehrsunternehmen von der Vercharterung ihrer Bauzugloks. Als zweite Lok fährt die ehemals Mühldorfer 212-381 mit, die als Erkennungszeichen des Unternehmens EFW im Ablieferungszustand des Jahres 1965 lackiert ist. Übrigens ist es die 212 mit der höchsten Nummer. Das Bahnbetriebswerk Würzburg war einst bedeutend und hatte ein riesiges Aufgabengebiet im Fernverkehr. Die V100-Einsätze waren nicht so berühmt und erstreckten sich über die fränkischen Nebenbahnen. Ab 1984 kam nach der 211 auch die Baureihe 212 nach Würzburg und erreichte im Herbst 2000 einen Höchstbestand von 32 Maschinen. Nach dem Bau der Schnellfahrstrecke Würzburg-Hannover wurde hier ein Tunnelrettungszug stationiert. Die beiden Zugloks sind ehemalige 212 und auf der Heizkesselseite mit zusätzlichen Scheinwerfern und Infrarotkameras ausgerüstet. Außerdem haben sie eine besondere Warmhaltevorrichtung, sodass sie im Alarmfall sofort startklar sind. Mittlerweile gibt es 7 solcher Züge und 15 dieser Spezial 212, die zur neuen Baureihe 714 gehören. Doch zurück zum BW Würzburg und seinen 212, die tatsächlich bis zum Jahresende 2004 hier blieben, obwohl die Werkstatt schon 3 Jahre vorher geschlossen worden war. Die Maschinen wurden seither in Nürnberg gewartet. Steinach liegt an der Hauptstrecke nach Treuchtlingen. Hier zweigen die Nebenstrecken nach Rothenburg ob der Taube und nach Neustadt an der Aisch ab. Beide zählen zu den letzten Einsatzstrecken für die 212 im Personenzugdienst. Im Jahr 2000 war der Anblick einer V100 vor einem Personenzug genauso selten wie 40 Jahre zuvor, als die Dieselloks ihre ersten Gehversuche machten. Eine Aufnahme von Albert Schöppner. Im September 2001 wurden die Würzburger 212 und damit die V100 bundesweit aus dem Reisezugdienst verabschiedet.
Ihr Eigentümer Cargo hatte sie nur noch für den Güterzugdienst. Die Strecke Gemünden-Bad Kissingen führt entlang der Fränkischen Saale und hat teilweise noch das Flair einer typischen Nebenbahn aus der Zeit, als die vor 100 ihre Dienste antrat. Auch wenn Lagerschuppen oder Gleisanschlüsse noch an den Güterverkehr erinnern sollten, auf der Schiene ist er hier längst schon gestorben. Die Idylle im Tal der Fränkischen Saale trügt. Und doch könnte alles so schön sein. Was hatten wir uns von einem Verkehrsminister bei grüner Regierungsbeteiligung versprochen? Unter dem Strich kam trotz hoher Verkehrsausgaben eine gewaltige Arbeitsplatzvernichtung bei der Bahn heraus. Der Umleiterverkehr bescherte im Mai und Juni 2004 der Strecke noch einmal Güterzüge, als solle gezeigt werden, dass es so immer sein könnte. Die Bespannung mit 212 war aber schon ein Hinweis auf die neue Zeit. Der Zug musste in Bad Kissingen und Ebenhausen seine Fahrtrichtung ändern. In Bahnhöfen also, die schon auf den ausschließlichen Triebwagenverkehr zurückgebaut worden waren und deshalb minimale Gleiskapazitäten besitzen. Bad Neustadt an der Saale war der Endpunkt des Güterzuges nach Würzburg. Nach Eröffnung der alten Verbindung nach Meiningen im September 1991 waren hier die Würzburger 212 eingesetzt. Genau 10 Jahre liegen zwischen den beiden Aufnahmen südlich von Münnerstadt. In Hammelburg erwarten wir denselben Güterzug. Die Güteranlagen sind hier alle nutzlos, denn es gibt hier nur noch 2 Gleise. Am Nachmittag bestand in Bad Kissingen die Möglichkeit für die zweite Lok, den Zug zu umfahren. Und so rollt er mit Doppeltraktion 212 auf Würzburg zu. Wie wenig passt die Situation um die Eisenbahninfrastruktur zu der majestätischen Ausstrahlung des Aschaffenburger Schlosses, das sich am Nordufer des Mains erhebt. Das BW Aschaffenburg hatte schon 1986 seine Selbstständigkeit verloren. Darmstädter Loks fuhren hier. Im warmen Abendlicht eines Frühlingstages im Jahr 1999 hatten sich immerhin 8 Maschinen der Baureihe 212 auf den Gleisen rund um das BW versammelt. Auch der Bundesgrenzschutz, so hieß er damals noch, interessierte sich für den abendlichen Betrieb und natürlich für unsere Filmaktivitäten. Das ist eine Museumslok, deswegen. Die vordere, ja, ja. Ah, ja. Das sind Sie jetzt hier. Das war zufällig, wir sind ja auf der Durchreise und da haben wir auch im Computer gesehen, dass sie gerade hier ist. Im Sommer 2004 rollt an der Abrissfläche des ersten Rundschuppens eine 642 Doppeleinheit vorbei. Sie ist zwar moderner als ein mit 212 bespannter Zug, aber auch billiger. Im August 1998 ist dieser Blick auf das alte Bahnbetriebswerk entstanden. Diese 212 Doppeltraktion muss in Obernburg-Elsenfeld eine Kreuzung und Überholung abwarten. Der Regionalexpress Richtung Miltenberg fährt mit 218, der Gegenzug nach Aschaffenburg mit 212. Mit der für damalige Verhältnisse hochmodernen Architektur des Bahnhofs
könnte man heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Das Design der V100 hingegen findet auch über 40 Jahre später noch Anerkennung. Ja, gleich geht es weiter. Fast gleichzeitig starten beide Züge auf der eingleisigen Strecke durchs Maintal. Am Zugschluss läuft 212023 mit. Die Lok war in der Werkstatt des BW Darmstadt in die alte Farbgebung umlackiert worden. 5 Jahre später treffen wir sie wieder in Aschaffenburg. Für kurze Zeit ist sie im Frühjahr 2004 zwischen dem dortigen Hafen und dem Güterbahnhof Mainz-Bischofsheim eingesetzt. War der beim Hafendirektor? Ich weiß nicht, vielleicht beim Paul hier. Ach so, weil ich hab den heute Morgen extra angerufen. Das Ding hat mich voll vereiert. Die Fotografen sind nicht wegen dieser Lok in den Aschaffenburger Hafen gekommen, die übrigens kurz darauf zur Nordbayerischen Eisenbahngesellschaft kam, sondern wegen der nostalgischen 212023, die folgerichtig wenig später zum DB-Museum kam. Der mehrwöchige Einsatz nach Aschaffenburg war damit ihr letzter Dienstplan gewesen. Das schöne Gelände des Hafens wurde überwacht von den Argusaugen des Hafendirektors, der zwar telefonisch eine Betretungsgenehmigung ausgesprochen hatte, aber nicht ahnte, dass der Anrufer 2 Dutzend Gleichgesinnter mitbringen würde. Entsprechend misslaunig hatte er wohl schon an einen Rauswurf der Meute gedacht, bis seine Sekretärin ihn ablenkte. Im Jahr 2002 hatte 212023 im Nahverkehr auf der Kurhessenbahn aushelfen müssen. Das gerade ins Leben gerufene Regionetz hatte zu wenig Triebwagen. Auch hier brachliegende Infrastruktur. Als einer der letzten großen Güterkunden war die bekannte Firma Fiesmann in Allendorf übrig geblieben. Das reichte, um täglich einen Güterzug über Frankenberg nach Gießen abzufahren. Hier ist die wieder in den Ablieferungszustand versetzte 290-371 mit dem Zug unterwegs. Deutlich ist die Verwandtschaft in der Grundkonzeption zur Baureihe 212 zu erkennen. Zwar ist die sogenannte V90 10 Jahre jünger und eher für den Rangier- und Übergabedienst geeignet, jedoch war es für die 212 kein Problem, ihre Aufnahmen zu übernehmen, als zahlreiche 290 wegen Umbau auf Fernsteuerung und Remotorisierung nicht zur Verfügung standen. Hier rollt der Zug vom Fiesmannwerk nach Frankenberg, ersatzweise mit 212-049 bespannt. Nicht nur die 212, sondern auch der Zug sind Geschichte. Man hat es sogar geschafft, den Eisenbahnfreund Fiesmann zu vergraulen. Sieht nun so die Zukunft aus: Güterchaos auf der Straße und sichere Reise nur noch auf den verbliebenen Schienenverbindungen? Man wird die Zeit nicht zurückdrehen können. Und doch hatte es im Januar 2002 den Anschein, dass es möglich wäre. Gleich 212 sind im Bahnhof Frankenberg. Ein gutes halbes Jahr dauerten die Ersatzleistungen für den fehlenden Triebwagen. In Sarnau, kurz vor Marburg, laufen die beiden Kurhessenbahnstrecken des südlichen Netzes aus Erntebrück und Frankenberg zusammen. Der Güterzug aus Allendorf muss hier die Kreuzung der Triebwagenersatzgarnitur abwarten.
Viele Güterzüge wie dieser sind dem marktorientierten Angebot Cargo, kurz Mora C, zum Opfer gefallen. Hunderte von Güterverkehrsstellen wurden geschlossen, die angeblich unrentabel waren. Der Fortfall betraf aber auch Großkunden, die ihre Ladung nicht mehr an die kleinen Empfänger senden konnten. Das Sanierungskonzept hatte also auch nachteilige Folgen für das sogenannte Kerngeschäft. Auswirkungen hatte es mit den Krafttreten direkt auf die restlichen 212, die fast nur noch für Reservedienste benötigt wurden. Durch den Rückgang des Einzelwagenverkehrs mussten von nun an weniger Triebfahrzeuge für den Rangier- und Übergabedienst bereitgehalten werden. So wundert es nicht, dass die hier gezeigten Bilder der Vergangenheit angehören. Die Geschichte des BW Gießen ist ein Beispiel für den Niedergang des Güterverkehrs auf dem Lande gewesen. Am 1. Juli 2003 wurde die größte 212-Dienststelle geschlossen. Gleichzeitig endete auch der 216-Einsatz. Immerhin 30 Maschinen waren hier zu Hause. Nach Übernahme durch DB Cargo betrug der 212-Bestand im Jahr 1997 noch 240 Maschinen. 5 Jahre später war nur noch ein Viertel des Lokparks vorhanden. Auf einer letzten Abschiedsveranstaltung zu Ehren der Heimatdienststelle Gießen wurde von engagierten Eisenbahnern noch einmal eine Diesellokparade aufgefahren. Zu diesem Zeitpunkt bevölkerten fast 50 überflüssig gewordene Triebfahrzeuge aller Baureihen das Bahnbetriebswerk. Auf der Drehscheibe steht nun 212-298, die als letzte DB Cargo 212 das Ausbesserungswerk Stendal im November 2000 verließ. Sie gehörte auch zu den Lokomotiven, die im Triebwagenersatzverkehr auf der Kurhessenbahn bis nach Erntebrück kamen. Anfang Januar 2002 ein glücklicher Umstand, denn die 642 wären vielleicht im Schnee stecken geblieben. Auf der schon jetzt mit dem Neubau Triebwagen 642 umgestellten Verbindung Siegen-Erntebrück ging tagelang nichts mehr, bis die Hagener 212-313 mit dem Schneepflug kam. Übrigens nachdem DB Cargo mit der 294 schon mit dem ersten Zug durchgefahren war. So als wolle sie beweisen, dass mit lokbespannten Zügen der Verkehr nicht zusammengebrochen wäre. Bei herrlichstem Winterwetter konnten die meist zufällig anwesenden Zuschauer die Räumaktion beobachten, denn früher hatten solche Aktionen vor dem Einsetzen des Reiseverkehrs noch in der Dunkelheit stattgefunden. Wir wollten wegen der V100 hier hin. Und hier hatten wir heute Morgen, dass wir Schneeflug unterwegs wären. Ein Räumeinsatz im Bahnhof Erntebrück brachte 1970 das Ende der Wuppertaler Dampfschneeschleuder. Ein Prellbock war im Tiefschnee übersehen worden. Solche Geschichten weiß Gerhard Moll noch zu erzählen, der auf der Nebenbahn bis zuletzt die V100 fuhr. Bei so einem normalen 4-Waren-Personenzug, wie sie waren, im Packwaren dabei, da hauten die ja gleich mit los, beschleunigten guten alles. Anlässlich eines Eisenbahnfestes in Siegen fuhren die Hagener 212, 312 und 007 Triebwagenersatz nach Bad Berleburg. In Erntebrück gibt es eine Parallelausfahrt mit dem Triebwagen nach Marburg. Die 628 haben vielerorts die mit V100 bespannten Reisezüge ersetzt. Gerhard Moll hatte so manches Erlebnis mit der V100 und dabei sind auch viele Begebenheiten im Bild festgehalten worden. So auch dieses unfreiwillige Bad einer Lok, hervorgerufen durch plötzliches Hochwasser im Februar 1984.
Dreiachser-Garnituren und V100. So hatte über 3 Jahrzehnte der klassische Personenzug ausgesehen. Begonnen hatte die V100-Ära mit dem Einsatz der sogenannten Erprobungsträger beim BW Münster im Jahr 1959. Ein Filmporträt von damals stellt die neuen Loks von MAK vor und beginnt in Münster. Eine sehr interessante neue Lokomotive der Deutschen Bundesbahn ist die Bauart V100, von der insgesamt 1000 Stück geplant sind. Diese BB-Lok ist mit einem 1200 PS Motor ausgerüstet, der über ein hydraulisches Getriebe und Gelenkwellen die Achsen beider Drehgestelle antreibt. Mit geringfügigen Abänderungen lässt sich in sie auch der ladeluftgekühlte 1500 PS Maybach-Motor einbauen. Einsatzmäßig ist die V100 für den Güter- und Reisezugdienst auf Nebenstrecken bestimmt. Gelegentlich soll sie aber auch auf Hauptstrecken verkehren. Ihre Höchstgeschwindigkeit beträgt 90 km pro Stunde. Bei einem Achsdruck von nur 16 Tonnen, entsprechend einem Gesamtgewicht von 64 Tonnen, weist die V100-Lokomotive, insbesondere bei Verwendung des stärkeren Motortyps, ein beachtlich günstiges Leistungsgewicht auf und ist auch auf Strecken mit verhältnismäßig leichtem Oberbau verwendbar. Die ersten Einsätze führten die Erprobungsträger, insgesamt waren es 7 Maschinen, von Münster aus über Hagen nach Brügge. Die Strecke durch das Vollmetall wurde später eine Domäne der V100. Auch heute wird sie noch ab und zu von 212007 des DGEG-Museums Bochum-Dahlhausen befahren. Ein Berufsleben lang war auch der Lokführer Friedel Kappes hier unterwegs. Und so sollte seine letzte Fahrt in den verdienten Ruhestand hier entlang führen. Als Abschiedsgeschenk und besondere Überraschung organisierten seine Kollegen vom BW Hageneck die Fahrt mit der Museumslok. Also die Hagener Lokführer, die 212 machten, die Dortmunder, die 212 machten, alle sind hier auf dieser Strecke gefahren. Und ich als Ausbildungslokführer rechts dahinter, um zu jeder Zeit eingreifen zu können. Und am 500er müssen wir die Kontrollgeschwindigkeit unterschritten haben. Um Energie zu sparen, lassen wir ihn schön rausrollen. Bis September 2002 waren die Hagener 212 auf der Strecke durchs Vollmetall im Einsatz. Dann traten Loks der Baureihe 225 aus der V160-Familie die Nachfolge an. Am Schluss waren es nur noch Schotterzüge, die zur Beladung in den Steinbruch bei Krummenerl gefahren wurden. Auch im Vollmetall ist so vieles den Bach heruntergegangen, wie es so schön heißt. So auch der Keultransport nach Meinerzhagen, der wohl schon aus Sicherheitsgründen auf der Bahn hätte bleiben müssen. Der Schotterverkehr scheint dagegen gesichert, denn das wichtigste Bauwerk in Meinerzhagen ist mit Millionenaufwand saniert worden. Hier an der letzten Hagener 212-Dienste kurz vor dem Ende. Am Zugschluss läuft eine 294 mit, um in der kleinen Verladestelle Krummenerl besser rangieren zu können. Kaum zu glauben, dass in diesem Gleisanschluss manchmal an einem Tag mehrere Schotterzüge abgefertigt werden. Im Jahr 1998 war die Hagener 212007 mit Unterstützung von der JS Filmproduktion, bekannt durch den Markennamen Rio Grande, wieder in Altrot umlackiert worden. Hier brummt sie auf dem Weg zum Schotterwerk durch Kirspe. In einer Feuerwehraktion war die Lok damals umlackiert worden. Dafür stand nämlich nur ein Wochenende zur Verfügung, da die Lok montags wieder in den Einsatz gehen musste. Damaliger Initiator und heutiger Betreuer der 212007 ist der Hagener Lokführer Jens Grünebaum. Zu dieser Altrotlackierung ist es eigentlich gekommen, weil die Lok eben wirklich nur noch 4 Monate Frist hatte und auch in Hagen wirklich nur noch abgefahren werden sollte. Und da meinte dann mein damaliger Chef, also wenn wir eine nehmen sollten, dann sollten wir die nehmen, weil wenn das dann nicht auf Zuspruch treffen würde, dann wird die halt abgestellt und fertig. Bei DB Cargo nahm damals niemand daran Anstoß.
Die Lok bekam sogar noch einmal eine Hauptuntersuchung in Stendal. In der Farbgebung des Ablieferungszustandes war sie für 4 Jahre im Güterverkehr und damit auch beliebtes Fotoobjekt. Das war's. Ja, hier haben wir oft einen Fotobetrieb. Bei den letzten Wagen, die fuhren, und bei den ersten Ausflugszüge und was nicht alle war. Ja, klar. Der Kalkzug aus Menden im Sauerland. Mit dem Kalkzug nach Bremen sollte offiziell die letzte Hagener 212 Leistung am 1. September 2002 gefahren werden. Aus diesem Anlass wurden selbst altgediente Fotografen noch einmal munter. Ganz einfach, weil ich dazu eingeladen wurde, weil ich darauf aufmerksam gemacht wurde, heute das nachzuholen, was wir früher versäumt haben. Da haben wir uns doch nach solchen Lok gar nicht umgeguckt. Die gab es überall. Landplage. Hier ist die Fuhre auf dem Weg Richtung Norden. Für ein interessiertes Publikum war sogar ein Reisezugwagen angehängt. Veranstalter Jens Grünebaum resümierte damals: Aber mich ehrt das ja auch so ein bisschen, weil von offizieller Seite wurde ja gar nichts gemacht jetzt. Ich denke mal, nach 41 Jahren sollte man so Lokomotiven dann auch mal so ein bisschen Gebühren verabschieden. Das Andenken an die alte 212-Zeit wird heute im Museum Bochum-Dahlhausen in Form der 212-007 bewahrt. Jens Grünebaum hatte die Museumsleitung davon überzeugen können, dass eine betriebsfähige Streckendiesel-Lok für die vielfältigen Aufgaben des Eisenbahnmuseums äußerst wertvoll ist. Mit einer Vielzahl von Einsätzen hat die V100 das bis jetzt unter Beweis gestellt. Das positive wirtschaftliche Ergebnis ist das eine, die Freude, eine V100 zu erhalten und zu betreiben, das andere. Aber noch schöner ist es, ein geschätztes Publikum damit zu erfreuen. An dieser Stelle hätte der Film sein Ende haben können. Jedoch hat es noch andere sehenswerte Einsätze der 212 gegeben, die wir in rascher Folge noch zeigen wollen. Dabei darf die Einsatzstelle Steinbeck in der ehemaligen Direktion Wuppertal nicht fehlen. Im Einsatzgebiet der Wuppertaler 212 lag die Müngstener Brücke. Die erste mit DB-Cargo-Beschriftung und entsprechender Lackierung versehene V100 war die Kölner 212-255 im September 1997. Mit ihr sind wir mitgefahren, als sie den Güterzug von Remscheid nach Solingen-Ohlix bespannte.
Zum Abschied vom Wuppertaler Betriebswerk Steinbeck veranstalteten die Eisenbahnfreunde Witten eine kleine Parade mit Dieselloks, die einmal hier zu Hause waren. Dazu gehörte auch die V36, mit der hier einst Vorortzüge gefahren wurden. Hier war ja Regio, das ist noch Nahverkehr. Und jetzt sitzt da ein Oberbahn. Und das ist leer. Die neu gebaute Lokleitung wurde nur ein knappes Jahr benötigt. Muss das jemand verantworten? Die Saarbrücker 212 waren bis zum Jahresende 2004 noch im Einsatz. Der Kalkverkehr zum Stahlwerk in Dillingen war eine ihrer Aufgaben. Vom Saargebiet führt uns die Vorhundertgeschichte der neueren Zeit ins benachbarte Frankreich. In Forbach finden wir zwei rasierte 212, bereit für den Baudienst auf der SNCF. Insgesamt 50 Loks der beiden Vorhundertreihen sind inzwischen an französische Baufirmen verkauft worden. Zwei Osnabrücker 212 bringen den Kesselwagenzug von Barenburg Richtung Diepholz. Hier kam die Ablösung zum Jahresende 2004 durch 232, die aber nach Ansicht der Lokführer wesentlich mehr Diesel verbrauchen als die doppelten Lottchen. Die hochwertigste Leistung einer 212 war bis zum Saisonende 2004 das IC-Zugpaar Borkum zwischen Emden Hauptbahnhof und dem Außenhafen, dem Anleger für die Fährverbindung zur Insel Borkum. Die Verbindung ist allerdings nur 3 Kilometer lang, war Thema in unserem ersten Vorhundertporträt, als hier noch 211-015 fuhr. Kaum zu glauben, aber über 9 Jahre lang waren die Maschinen der Baureihe vor.